Also, hat man Spyro zum Geburtstag gratuliert? Ja, ich hab das befürwortet. Alva, hallo! Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf! Ich bin etwas außer Puste. Mach dir keine Sorgen, ich mach das. Wie immer. Alles klar, auf geht's. Bah, okay. Das war ein bisschen zu weit hier. So, jetzt aber. Jetzt muss es gehen doch. Bitte, 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 bitte. Und stopp, hierfür gibt's sogar eine Trophäe. Aber gut, ich hab schon so. Es fehlt mir nur noch eine einzige Trophäe, damit ich dann die Platin-Trophäe dann bekomme. Das wäre drei Feuerwerkskisten auf einmal anzünden. Ja, komm, den zeigen wir es erstmal. Bevor er hier noch mehr... Nee, oder? Ah, doch. Okay. Ich kann's doch. Ja. Das ist schon ein zweites Mal passiert. That's okay. Hab. So. Dann holen wir jetzt noch den restlichen Schatz. Und den letzten Drachen. Ja, und ich weiß ganz genau, man hat für den letzten Drachen hier jetzt, den wir jetzt befreien werden, den Dialog etwas geändert, beziehungsweise man hat ihn noch etwas hinzugefügt. Also, er sagt jetzt nicht nur, danke, dass du mich befreit hast, sondern noch was Zusätzliches. Das ist, ja, seht selbst. Okay. Ab. Okay, Vorsicht, der letzte Bulle noch rammen. Na. Fähigkeitspunkte erhalten. Okay. Er ist auch klasse. Und alle 200 Juwelen. Und gerettet Thor. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Ja, genau. Man hat das Handbuch jetzt hinzugefügt. Also den Dialog. Also man muss hier quasi diese... Wie heißt diese Taste? Diesen Pad auf dem Controller drücken und dann öffnet man es hier die Bestandsliste. Ja, das gibt's also auch noch. Klasse. Also alle Anforderungen wurden erfüllt. Zumindest meine. Alles klar. Wohin geht's als nächstes? Ach, Moment, ich muss mal kurz was holen gehen, ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. So, wo geht's als nächstes hin? Ja, ich denke mal, jetzt geht's zu Dark Hollow, beziehungsweise... Ne, warte mal, wie heißt das? Moment. Wie hieß es jetzt noch? Dunkles Tal, genau. Dunkles Tal. Auf geht's! Ja, übrigens ist mir jetzt im Intro aufgefallen, dass diese Live-Sendung in Dark Hollow stattgefunden hat. Beziehungsweise, also ja, es war in Dark Hollow, aber, also in Dunkles Tal, im dunklen Tal und, ja, aber es war halt Tag. Das heißt, man kann Dark Hollow tatsächlich im Tag sehen. Das, ja, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Gut. Aber ich denke mal, das fällt einem sowieso erst nur auf, wenn man das zweite Mal das durchspielt. Okay, hopp. Hi. Ja, nix da mit der Keule. Ja. Und ja, es gibt immer noch die Gegner mit dem Metall berüstet. Albern! Ach, du bist es. Ich wusste
wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Mhm. Soll also heißen, Gegner, die mit Metall, die ein Metallschild haben, sind immun gegen Feuer. Das gilt auch für ihn. Absolut feuerresistent, aber von hinten nicht. Gut. Tja, das war's mit deiner Deckung, du kleine Schnarchnase. Ne? Gut. Vielleicht klang das jetzt ein bisschen hart, aber... Naja, man muss schon aufpassen. Seid wachsam. Bam. Gut, hier ist der nächste Drache. Oswin. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Na, das hoffe ich doch. Spyro ist ein Ehrendrache. Der hat noch nie jemanden verraten. Alles klar. Ich weiß nicht, ob man jetzt gut die Musik hören kann. Die hat man nämlich auch nochmal neu arrangiert. Aber es gibt halt man kann zwischen dem Neuarrangierten und dem Original hin und her wechseln, aber ich lasse es jetzt erstmal auf den Neuarrangierten. Und man kann dazu dynamische Musik ein- und ausschalten. Das heißt, soweit ich das jetzt rausgehört habe, ist, wenn das jetzt eingeschaltet ist, ist es so, wenn jetzt Spyro mit der Viereck-Taste jetzt rammt, dann ist dazu ein bisschen Schlagzeug zu hören. Also ich hoffe, man hört es jetzt mal quatschen. Ich bin mal kurz still. So klingt's normal. Und jetzt, wenn wir längere Zeit stehen, dann geht das so ein bisschen in den Hintergrund. Und wenn wir jetzt laufen, ist da so ein... Ne, ist ein bisschen Schlagzeug und ein bisschen so ein Holzklapp-Instrument zu hören. Also, Hut ab! Hat man... Das finde ich toll. Hat man echt schön. Passt echt gut hierzu. So, danke Activision und Toys for Bob für all diese wundervolle... Ja, für das ganze Spiel einfach. So, kennt ihr noch das Lagerfeuer? Ja, das gibt's auch noch. Ja, genau hier wurde das gemacht. Da bin ich mir jetzt so sicher. Die Live-Sendung meine ich. Ja, gut, also die Live-Sendung im Intro. Ja, Gnasty Gnog bekommen wir auf jeden Fall noch in die Hände. So oder so, ihr wisst ja ohnehin. Zumindest diejenigen, die jetzt Spyro kennen, die wissen ohnehin, was kommt. Ne? Alles klar. Ich hoffe, ich kann das vielleicht noch ein paar anderen schmackhaft machen. Sich, ja, das Spiel zu kaufen oder was weiß ich. Naja, who knows? Wer weiß, was für Auswirkungen dieses Let's Play haben wird. Okay. Hopp. Ach ja, ich glaube, ich muss noch zusätzlich sagen, dass ich nehme das jetzt mit dem Camcorder auf. Und mein Camcorder teilt alle Aufnahmen immer so in 10-Minuten-Parts ein, automatisch. Also selbst wenn ich jetzt nur eine einzige Aufnahme mache und die dauert 50 Minuten insgesamt, teilt er das, glaube ich, dann in 10-Minuten-Parts auf. Aber da muss ich jetzt selbst nochmal nachsehen. Ich hoffe, das ist schon eine ordentliche Länge, die dann da zustande kommt. Okay, Darius. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Alle Drachen gefunden. Und, na, da fehlt noch was. 100 Juwelen. Und das heißt, zu 100% des Levels abgeschlossen. Moment, ich will jetzt nochmal gerade nachgucken nach den Fähigkeitspunkten. Friedensstifter ist jetzt der nächste Fähigkeitspunkt, also Peacekeepers. Das heißt, die letzten Level in der Artisanenwelt ist dann also nicht mehr mit einbezogen.
auf der Suche nach Fähigkeitspunkten. Ja, so schnell kann's gehen. Okay. Dann stellen wir uns jetzt als nächstes uns den Boss von der Artisanenwelt. Und wer ist das, hä? Ganz genau, Toasty. Aus dem Weg. Haltet mich jetzt ja nicht auf. Ich glaube, dann rede ich jetzt aber nochmal mit dem Drachen. Ich wiederhole ihn nochmal. Mal sehen, was er jetzt sagt.